geil. Das hier, das ist ein Tarp. Und ich werde euch beibringen, wie man mit Trekkingstöcken ein L-Frame zusammenbaut. Das ist eine Tarp-Aufbau-Variante. Als erstes packt man den Tarp aus. Als zweites breitet man den Tarp so aus. Das ist ein 3x3 Meter Tarp, aber das geht bei allen möglichen Tarps. Also Tarpgrößen. Dann nimmt man einen Trekkingstock und zieht den komplett aus. Also ausfahren heißt das. Und dann steckt man den genau hier rein. Also da, wo die Mitte ist. Und den hier. Ja, scheiß Wind. Der Wind muss weg. Der Wind hat alles kaputt gemacht. Aber ist egal. Den hier, den knotet man hier drauf. Oder... Den legt man erstmal so drauf. Und dann an der zweiten Seite genau dasselbe machen. Jetzt nimmt man so einen Paracord und so einen Hering. Wisst ihr noch, dass man die Heringe immer noch in Portugal rumschwimmen? Meine alten Heringe, die schwimmen da immer noch rum, glaube ich. Genau. Die schwimmen da ein Leben lang rum. Das ist richtig geil. Von der Überflutungsnacht, von dem Video, wo wir plötzlich von der Flut überrascht worden sind, als wir da geschlafen haben mittags. Wir haben da Mittagsschlaf gehalten, weil wir ja morgens früh verscheucht worden waren. Man nimmt jetzt so ein Paracord und befestigt das genau da dran. Also genau hier, wo die Mitte ist. Und den befestigt man hier mit dem Hering. Also mit einem verschmierten Hering. Und genau das machen wir mit der anderen Seite auch. So, dass das schön stramm ist. So, jetzt sieht das so aus. Und jetzt nimmt man diese eine versiffte Ecke hier von Tarp. Und die spannt man dann hier direkt auf den Boden drauf. Mit so einem Hering oder wie das heißt. Und genau das macht man an allen vier Ecken. Also hier vorne, in der Ecke und jetzt in der letzten Ecke. So sieht ein fertig aufgebauter L-Frame mit Trekkingstöcken aus. Link zu den Trekkingstöcken unten in der Beschreibung. Man könnte, wenn man will, das hier auch noch abspannen, aber das braucht man nicht. Das ist gemütlich genug. So kann man hier drunter pennen. Und das reicht für zwei. Und ich wäre eine richtige Versifftheit. Ich wäre eine richtige Content-Kreatur. Ich glaube, es gibt zu wenig Videos mit Tarpaufbau-Varianten mit Trekkingstöcken. Weil sonst machen die anderen das immer mit Bäumen und Ästen und so. Deswegen mache ich das mit Trekkingstöcken. Und so kann man sich pennen legen. Und das ist voll cool. Ich mag das. Hier ist Platz für zwei. Hier oben geht es an ein Tutorial, wo ich eine Fackel selber gebaut habe aus Toilettenpapier und Küchenrolle. Und hier das Video, wo wir im Schlaf von der Flut überrascht worden sind und uns auf der Insel retten mussten. Gebt euch beides!